I don't think these two would mind getting another piece of the champ. Yeah, but he'd be an idiot to give it to him right now. Besides, I think I'd rather get a piece of... Easy there, Uncle Jerry. This is a family show. JR, he's a professional. Do you seriously think he's going to bust up a successful team over a woman? It sure wouldn't be the first time. Oh. Hey, und in diesem Sinne, herzlich willkommen zurück bei Let's Play SmackDown vs. Raw 2008. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, hat doch Torrey Wilson da ganz schön böse, oder nee, Quatsch, Edge hat da ziemlich böse geguckt. Der ist ja anscheinend ein bisschen eifersüchtig. Naja, wer wäre das nicht? Mediziner, läuft nicht schon wieder. Gesundheitswarnung. Medizinische Tests belegen eine erhöhte Verletzungsgefahr, wenn wir... nee, gibt's nicht. Masters, bist du mutig genug? What? Being the number one contender isn't enough? You've gotta try to make me look like an idiot in a tag team match too? If you're really as good as you say you are, how about you meet me in the ring this week, one on one? Warum nicht? Klar. Warum nicht? Ja, wenn ich nochmal an die letzte Episode erinnern darf, was war da, ja? Wir durften entscheiden, wer an unserer Seite im Tag-Team antreten darf. Und wir hatten, es wurden im Prinzip zwei Fäden zusammen gemixt. Einmal sind wir Nummer 1 Herausforderer für die WWE Championship. Und der WWE Champion ist aktuell Randy Orton. Und gleichzeitig sind wir anscheinend auch der neue Macker von Torrey Wilson. Und der Ex-Freund von ihr, Chris Masters, der war auch noch im Tag-Team, also auf der Gegenseite. So, und Edge, der war auch bei uns im Team und der scheint mit der ganzen Situation nicht zufrieden zu sein, wie wir gerade gesehen haben. Der ist anscheinend ein bisschen eifersüchtig, dass wir die Torrey Wilson hier ein bisschen abgekriegt haben oder so. So, ich muss aber an dieser Stelle Geld verdienen, aber ich muss erstmal hier speichern. Geld verdienen und erholen. Geld verdienen und erholen. Das ist eine gute Kombo, ne? Aber gleichzeitig geht das leider nicht immer. So, würde ich mal sagen, Erholung ist angesagt. Will mich ja nicht schon wieder verletzen. In Mobile, Alabama. Mein Stoppuhr schon wieder ausgegangen. Nee. So. Riesenerfolg. Sehr schön. Was sagt denn jetzt die Dings an? Oh, ist weg. Ich versuche Schurkenfilm nochmal probieren. Muss doch mal wieder Geld einbringen. Oder geht das bloß eine bestimmte Anzahl von Malen? Yay, 1000. Fehlgeschlagen. Ich sehe immer das Grün und denke Erfolg, aber war wohl nichts. So, dann machen wir nochmal dieses komische andere Event. Wer war denn das? Filmveranstaltung, ne? Ja, das wollte ich machen. Alles hier mit Filmen, eh. Immerhin 2000. Dann kriegen wir, ja gut, dann haben wir immer Geld für eine Trainingseinheit. Natürlich doof. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, welche. Wo ich noch Nachholbedarf habe, und zwar im... Oh Gott, Betrugsstufe. Hören wir auf. Fanheat. Was kostet hier? Sehigkeitstraining würde 10.000 kosten. Und Kackstoppuhr, die geht dann noch so aus. Oder mein Bildschirm geht weg. Fanheat. Oh, oh. Okay. Nachrichtentime. Edge, eine Glückssträhne. I was gonna wish you luck in your match this week, but I guess you probably don't want it, do you? What do you need luck for? Everything's going your way. Must be nice. Oh, oh, ich glaube, der kommt irgendwie nach dem Match oder so. Ah. Nicht gut.
Das geht nicht gut. Ich hab da eine Vorahnung. So, Chris Masters ist unser Gegner. Für heute. Für diese Raw-Episode. So, und jetzt? Cyber Sunday is less than 3 weeks away. So behindert. The electricity in the air. This is Jim Ross here with Jerry the King Lawler, and the number one contender is in action here tonight. Apparently, he didn't like what his opponent was saying about him, and he's going to do something about it. I just hope he doesn't let this distract him from his championship match at Cyber Sunday. Hey, if you want to be the champ, you've got to be prepared to take on all comers, JR. Oh ja. Oh yeah. Ich kann den Macho Man irgendwie nicht gut nachmachen. Der Macho Man kann die Savage. Kann er überhaupt nicht gut nachmachen. Könnt ihr eine gute Imitation von Randy Savage machen? Würde mich interessieren. Macht doch eine Videoantwort. And tonight he faces a superstar who could be worthy of that title himself. Could be. He is worthy of it, JR. And that's exactly what this match is about. Yay! It's in my head. Da passiert nichts. Zu schade. Warum hat die Musik ausgemacht? Keine Ahnung. Los geht's natürlich. Ah, ich war gerade in Gedanken woanders. So, also Chris Masters will jetzt eine von uns auf Schnauze kriegen. Oder so ähnlich. Zeigen wir mal einen Side-to-Suplex. Wunderschön gemacht. Und dann geht's wieder hoch, ab. Headlock Takedown. Headlock Takedown. Dann auf die Seile. Und ab mit einem Double Foot Stump. Double Foot Stump. Sitzt ebenfalls wunderbar. Und ein Boss Crab hinterher. Das geht jetzt zack, 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 zack. Und da zieht er durch. Zühn. Loslassen. Zühn. Loslassen. Zühn. Loslassen. Komm her. Ready to kill. Oho! Der Finisher. Top. Sitzt. Jawohl. Und war das schon das Matchende? Er kickt bei 1 wieder raus. Aus. Glaub's nicht. So eine Spezialfähigkeit. Weiß es nicht. Ebenfalls Saito Suplex von ihm. Dann zeigen wir als nächstes den White Russian Leg Sweep. Hopp. Zack. Und Elbow Drop. Sitzt ebenfalls. Und jetzt ist er schon orange am Kopf und Körper. Ich hab ewig nicht mehr ein Ultimate Control Zeugs gemacht, ne? Dann mach ich das mal. Für euch. Hand ab. Combo. Und tschüss! Rey Mysterio Style. Der Schiri chillt ein bisschen. In den Seilen. So, machen wir den White Russian Leg Sweep. Hauen ihn dann in den Ring rein, zurück. Und dann Pin. Oder so. Ach ne, komm, wir haben gleich wieder Finisher dann. Taunt die erst nochmal eine Runde. Ja, ja.
Wunderbar. Headlock Takedown. So, jetzt aber ziehe ich ein bisschen zu mir. Ziehe ich ihn ein bisschen zu mir. Und dann zeige ich eben den Twist of Fate. Sitzt. Und um ihn auch mal wieder gezeigt zu haben, den Five Star Frog Splash. Nein! Konnte er natürlich. Konnte er natürlich. Ja, ja. Probieren wir es nochmal. Ich kann. Hä, warum nicht? Na, unten und Viereck. Geht doch. Aus welchem Grund auch immer. Wir haben wieder einen Finisher, aber jetzt sollte es auch wirklich reichen, langsam. Skaffer, 1, 2, 3. Ja, schön. So wollte ich das haben. So wollte ich das haben. Was denn nu? Just tell me what he's got that I don't. You're hurting my arm. Listen, I know if we just spend some more time together, you'd come around. This is sick. In fact, that's exactly what I planned. Kidnapped Eddie jetzt oder wie bitte? Someone who needs to get set straight, and I think I know just the superstar to do it. Und der Kameramann macht natürlich nichts. Aber so ist die WWE. Macht Anti-Bullying-Kampagnen und dann zeigen sie sowas im Fernsehen. Ja, ja. Denn am besten noch als in der Face-Rolle, so wie bei Sheamus. Ich schaff's nicht. Ah, das haben wir noch gar nicht gelesen. I'm so sorry, but I'm not gonna be able to manage you this week. I kinda got something else going on. But I'm sure you're gonna do great. Oh, and if you see your partner, you might wanna talk to him. He seems kinda upset about something. Ah, echt? Ach ja. Gut, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Training. Machen wir nochmal eine Trainingsübung, ja. Und zwar Zähigkeitstraining. Ah ja. Rated RKOs. Rated RKOs zeigen wir hier. Bis der Gegner auf Gelb ist. Und dann holen wir uns die Runde und mal gucken, was wir machen. Aber ich glaube, danach mache ich auch mal eine Aufnahmepause. Habe jetzt schon 6 Parts aufgenommen. In diesem neuen Style. Oh, gegen JTG. Dem Edeljobber. Edeljobber. Wenn man ihn noch einen Edeljobber nennen darf. Ist ja gar nicht mehr im Fernsehen. So, komm her hier. So, erster Rated RKO. Ja, 6 Parts aufgenommen. In diesem neuen Style, wo ich halt schon in der Aufnahme festlege, wann Cut kommt und wann nicht. Und euch deswegen auch immer begrüßen kann, falls ihr es vor ein paar Parts nicht mitbekommen habt und ich immer noch kurz die Geschehnisse aus dem letzten Part zusammenfasse. Für die Leute, die halt mitten im Let's Play einsteigen. Ja, das ist einfach meine Begründung dafür. Reicht es langsam? Jawohl, Zähigkeitsübung abgeschlossen. Was war das? Achso. Ich dachte schon, meine Festplatte kackt wieder ab. Das wäre doof. Die Aufnahme ist fast fertig und dann ist sie komplett im Arsch. Das wäre echt doof. Haben wir noch eine Nachricht bekommen? Nein. Gut, dann machen wir jetzt noch, ich wollte noch nachgucken, wie die Erholung ist gerade. Naja, müssen uns mal ausruhen. Ausruhen. Ja, ja. Erholung, wo bist du? Du bist meine Erholung. Riesenerfolg? Erfolgen, okay. Nachricht? Nein. Events und Aktivitäten. Nochmal Erholung. Warte, ich mach nochmal hier so ein. Filmveranstaltung und dann mache ich Erholung. And to myself. Nachricht, WWE Magazin schreibt was. Vermisste Superstars verstärkten Druck.
Edge und Torrey Wilson werden seit letzter Woche vermisst. Viele Leute machen sich Sorgen, vor allem Alex Adams. Aufgrund seiner Freundschaft zu beiden Raw-Persönlichkeiten hat Alex Adams wie verrückt nach ihnen gesucht. Es wurde ausgestrahlt bei Raw. Eigentlich kann er sich das derzeit gar nicht leisten, denn sein Titelkampf gegen Randy Orton bei Cyber Sunday kommt in großen Schritten näher. Es geht wirklich drunter und drüber, aber Alex Adams sollte sich davon nicht verwirren lassen, erklärte The Legend Killer. Das wird bei Cyber Sunday der Kampf seines Lebens mit mir. Denn ich werde ihn nicht schonen, nur weil seine Freundin vermisst wird. Ich kann nur daran denken, Torrey zu finden, so Alex Adams. Das ist zweifellos meine höchste Priorität. Erst wenn ich weiß, dass sie in Sicherheit ist, kann ich an den Titelkampf denken. Naja. So, dann machen wir jetzt hier nochmal Erholung. Und dann geht's dann in der nächsten Episode weiter mit Monday Night Raw. Kriegen aber noch eine SMS von Coach. Aufwachen. Ich habe gehört, was du zur Presse gesagt hast, Alex Adams. So solltest du besser nicht denken. Dein Titelkampf ist eine große Nummer. Also Schluss damit. Damit du einen klaren Kopf bekommst, lasse ich dich diese Woche gegen The Great Khali antreten. Konzentrier dich. Ja, dann seht ihr halt in der nächsten Episode, wie ich gegen den guten Great Khali erneut antreten darf. Und ich hoffe, dass ihr auch fleißig Finisher-Vorschläge in die Kommentare postet. Und was nicht alles, würde mich auf jeden Fall freuen. Und natürlich nicht vergessen, Feedback jeglicher Art interessiert mich zutiefst. Da halt schreibt, was ihr wollt, ist mir total egal. Hauptsache Kommentare. Und natürlich wäre es nett, wenn ihr einen Daumen hoch geben würdet. Weil das bringt mir echt viel weiter, weil Videos mit mehr Daumen hoch werden besser gerankt in den Suchergebnissen und ich kann so vielleicht besser entdeckt werden von neuen Zuschauern. Und ich denke, wenn ihr mich unterstützen wollt, ohne mir Geld zu spenden oder so, wäre es schon nett, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet und ich vielleicht mehr Bekanntheit erreichen. Einen höheren Bekanntheitsgrad erreichen werden. Erreichen könnte. Egal. Gut, ich nehme schon viel zu lange auf. 6 Parts jetzt, das sind jetzt fast 2 Stunden, die ich aufnehme. Ich habe die Parts etwas länger gemacht, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ab und zu, manchmal ein bisschen kürzer. Na gut, das soll es gewesen sein. Ansonsten bleibt zur Seite. Euer Franz Zock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen. Und tschüss.